Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Krabbat-Radwanderweges. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich stehe hier vor dem Stadtteich in Wittichenau. Und das ist wirklich so ein idyllisches Plätzchen, das lädt so richtig zum Verweilen und zum Genießen ein. Ja, und mir gegenüber befindet sich die historische Wassermühle hier in Wittichenau. Und da werfen wir jetzt auch gleich mal einen Blick drauf. Bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich euch gern noch einmal einen Rückblick geben vom ersten Teil des Krabbat-Radwanderweges. Der Beginn war in Schwarzkolm an der Schwarzen Mühle und der Weg führte uns über Brödenmichalken nach Neudorf durch das Dubringer Moor. Wir besuchten die historische Wassermühle Tschotschik aus dem 16. Jahrhundert und diese Tour schauen wir uns jetzt gleich noch einmal auf der Karte an. Der Start war in Schwarzkolm und führte uns über Brödenmichalken nach Neudorf klösterlich durch das Dubringer Moor. Der Radwanderweg führt auf einer wenig befahrenen Landstraße in die idyllische Kleinstadt Wittichenau. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Markt und von hier aus kann man einige sehr interessante Sehenswürdigkeiten bestaunen. Unter anderem die Adlerapotheke mit ihrer Fassadengestaltung im Stil von 1904 und auch das Blaue Rathaus mit seinem Glockenspiel. Auch die kursächsische Postmeilensäule von 1732 kann man auf dem Marktplatz bestaunen. Sie erinnert an die Verkehrsanbindung der Vergangenheit. Ja, und wenn ihr mal genau schaut, von Wittichenau übers Kamenzer Tor nach Dresden brauchte man früher mit der Postkutsche 11 Stunden. Jetzt ist man locker in 60 Minuten in Dresden. Also es ist schon unglaublich, wie lange die Fahrzeiten früher waren mit der Postkutsche. Im Herzen von Wittichenau ist Krabbat bis heute präsent. Mit einem Vogel auf der Hand und umgeben von bäuerlichen Figuren thront sein Ebenbild auf einer steinernen Stele, die auf dem Marktplatz errichtet wurde. Ja, und genau neben dem Markt gelangt man über eine kleine Gasse zur katholischen Pfarrkirche. Ja, und diese kleine Gasse, die gehe ich jetzt gerade entlang, die führt uns, wie gesagt, zur katholischen Pfarrkirche. In dieser katholischen Pfarrkirche ist die Grabtafel des kroatischen Obristen Johann von Schadowitz zu sehen, der hier 1704 seine letzte Ruhestätte fand.
befinde mich jetzt gerade in der Nähe des Schweinemarktes. Der Platz wurde aber umbenannt in Kolbingplatz. Und hinter mir seht ihr schon die kleine Kapelle und rechts davon den Jakobetsstift. Grabert trieb es oft auf den Viehmarkt nach Wittichenau und in die katholische Pfarrkirche. Er spielte, so sagt es zumindest die Sage, den reichen Viehhändlern einige Späße. So verwandelte er sich auf dem Schweinemarkt in einen Ochsen und schwebte über die Viehhändler drüber hinweg. Eine andere Sage erzählt, dass er in der Pfarrkirche in einen Kessel Hafer gelegt haben soll und dazu einen Zauberspruch aufgesagt hat. Das sagenhafte Ergebnis war, dass eine Kompanie voller Soldaten aus dem Kessel emporstieg. Das sind wirklich unglaubliche Geschichten, aber wer war denn nun eigentlich Grabert? Es gibt nämlich eine historische Figur dazu. Geschichtlicher Hintergrund ist, dass der Kurfürst Johann Georg III., das war übrigens der Vater vom August dem Starken, dass dieser Johann Georg III. Aus einem Feldzug gegen die Türken im Jahr 1696 einen Reiterobristen namens Johann Schadowitz in seinem Gefolge mitbrachte. Er soll den Kurfürst vor der Gefangennahme durch die Türken bewahrt haben. So schenkte der Kurfürst ihm das Gut Großserchen und der aus Kroatien stammende Oberst, der am 29. Mai 1704 starb, wurde im Volksmund wegen seiner fremden Herkunft, Sprache und seiner Eigenarten als Zauberer angesehen und als Krabbert bezeichnet. Die Stadtentwicklung von Wittichenau liegt viele tausend Jahre zurück, genau gesagt 4500 Jahre. Durch die Völkerwanderung ließen sich hier Slawen nieder und das waren die Vorfahren der Oberlausitzer Sorben. Im 13. Jahrhundert entstand dann das Dorf Keula. Sorben besiedelten dieses Gebiet. Und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts muss dann auch das Dorf Wittichenau gegründet worden sein. Denn in der Gründungsurkunde des Klosters Marienstern wird die Villa Wittigenau 1248 erstmalig erwähnt. Ja, 1286 dann das Stadtrecht und 1356 erhält Wittichenau das Braurecht. 1435 wird dann auch die erste Brauerei gegründet, aber nicht wie wir sie heute so kennen, sondern 95 brauberechtigte Bürger der Stadt brauten zu Haus das Bier und verkauften es anschließend über Klappenschenken den anderen Bürgern. 1940 erwarb die Brauerei der aus Frankfurt am Main stammende Eduard Glab und seit 260 Jahren wird in der Familie Glab nun schon Bier gebraut. Ich stehe jetzt direkt zwischen dem Jakobetsstift und einem anderen Wohnhaus und hier führt so eine kleine Gasse zur Brauerei und das war wohl früher auch eine Stadtgrenze. Ja, wie ihr seht, das Büro ist leider geschlossen. Ja, aber von der Außenanlage habe ich ja bereits viel gefilmt und da zeige ich euch auf jeden Fall noch einige Impressionen.
Ein besonderer Brauch in der Oberlausitz ist das Osterreiten. Jährlich zieht es am Ostersonntag tausende Zuschauer hier in die Stadt. Seit 1541 satteln Jahr für Jahr die Osterreiter ihre geschmückten Pferde zu Prozessionen nach Ralbitz. Seit 1706 wird in Wittichenau die fünfte Jahreszeit laut und stimmungsvoll gefeiert. Höhepunkte sind der Weiberfasching und der Rosenmontagsumzug. Ja, mit diesem wunderschönen Hintergrund der Stadtbrauerei Wittichenau möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Das war Teil 2 des Krabbert-Radwanderweges. Hat es euch gefallen, dann liked das Video. Und wollt ihr nie wieder ein Video verpassen, dann abonniert am besten den Kanal. Ich sag dann schon mal auf Wiedersehen und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.